Hallo und herzliche Grüße an alle guten Menschen. Hier ist Chris Hedelmeier mit den Nachrichten vom 7.12.2011 hier aus dem Studio von World Jamahiriya. Nachrichten aus aller Welt. In Tripoli ist die Situation so, dass nicht zu viel Gehirn nötig ist, um sich vorzustellen, wie die Lage noch vor ein paar Monaten ausgesehen hat. Am Dienstag veröffentlichte die sogenannte libysche Übergangsregierung eine Erklärung, die alle Unterstützer bewaffneter Gruppen, die an Angriffen auf Muammar al-Gaddafis Armee beteiligt waren, ultimativ auffordert, Tripoli innerhalb von 2 Wochen zu verlassen. Der Premierminister der sogenannten Übergangsregierung, Abdelrahim al-Kib, drohte, dass wenn die, Zitat, Horden fremder Söldner nicht die Stadt verlassen, werden die Bevölkerung und die Übergangsregierung jede Bewegung in der Hauptstadt blockieren. Zitat Ende. Er verwies auf die andauernden Demonstrationen von Bürgern und ihre Unterstützung für eine Initiative ihres selbsternannten Innen- und Verteidigungsministeriums. Sie kündigten an, Zitat, Tripoli von Waffen und der unnützen Präsenz unglücklicher und besiegter Ratten zu säubern. Zitat Ende. Zuvor hatten sich die derzeitigen Machthaber in Tripoli an die Bandenführer gewandt und riefen sie dazu auf, Zitat, nach Hause zurückzukehren. Zitat Ende. Zitat, natürlich sind wir dankbar für eure Hilfe, aber nun ist es Zeit, zu Familie und Freunden zurückzukehren, um beim Aufbau eurer Heimatstädte zu helfen und den Alltag einkehren zu lassen. Dienst ist Dienst, aber das Ölgeld ist verteilt. Zitat Ende, erklärte der Kopf der lokalen Verwaltung Abderrazak Abuhat Star. Alleine nach den bewiesenen Angaben von Bürgern treten Einbrüche, bewaffnete Auseinandersetzungen und andere kriminelle Aktivitäten, die das friedliche Zusammenleben stören, jetzt wesentlich häufiger auf. Alle diese Ereignisse finden mit direkter Beteiligung schamloser Ratten statt. Viele von ihnen kämen aus anderen Städten Libyens, wie Itatas berichtet. Marokko ist kein Rückzugsgebiet mehr. Nach Verletzung aller möglichen im königlichen militärischen Krankenhaus von Marokko aufgestellten Tabus werden nun alle libyschen Ratten, die dort behandelt wurden, aus dem Land ausgewiesen. Die Autoritäten entschieden sich für die Ausweisung aufgrund des totalen Fehlen jeglichen Anstands, dem Konsum von Pornografie, Alkohol und Drogen in unbegrenzten Mengen sowie Kontakt zu Frauen auf dem Gelände des erstklassigen Krankenhauses, das als das Beste in Nordafrika gilt. Dasselbe Bild in der Türkei. Dem Rattenpack der sogenannten Übergangsregierung, die ihnen die Möglichkeit gegeben wurde, in der Türkei behandelt zu werden, versuchte gewaltsam in die Räume der libyschen Botschaft in Ankara einzudringen. Sie erklärten, dass die selbsternannte Übergangsregierung sie nicht wie versprochen bezahlen würde, sich nicht um sie kümmern und sie allesamt am liebsten vergessen würde. Die türkische Polizei benutzte Pfefferspray gegen die empörten Ratten, um sie am Betreten der Botschaft zu hindern. Währenddessen hat eine andere 20-köpfige Bande von Patienten, die ihre Kampfwunde in der Türkei leckten, entschieden, das Konsulat in Istanbul zu besetzen, der größten Stadt der Türkei, nachdem die Geldzahlungen, die sie bis zu diesem Zeitpunkt aus Libyen erhalten hatten, eingestellt wurden. Letztendlich überzeugten die türkischen Sicherheitskräfte und das Generalkonsulat sie, die Besetzung aufzugeben. Es sei hierbei zu erwähnen, dass seit April viele Hunderte von Ratten zu Behandlungen in aller Welt ausgeflogen wurden. Mittels funkelektronischer Kriegsführung gelang es dem Iran, eine US-amerikanische RQ-170 Sentinel-Aufklärungsdrohne zu deaktivieren. Das meldet der iranische Sender Press TV unter Berufung auf Quellen in den Streitkräften. Die Drohne überquerte die iranische Grenze von afghanischer Seite und schlug im Westen des Landes auf. Beim Absturz erlitt die Drohne nur unbedeutende Beschädigungen und befindet sich nun in den Händen des iranischen Militärs. Zitat, aufgrund der massiven Verletzung des iranischen Luftraums werden nun die Aktivitäten der iranischen radioelektronischen Kriegsführung auf andere Gebiete und auf Gebiete jenseits der iranischen Grenze ausgedehnt. Zitat Ende. Nach der jüngsten persischen Erklärung sehe der Tote aus wie lebendig und sei sprichwörtlich ohne Gewalteinwirkung und freiwillig auf die Seite des Bösen gewechselt. Im Juli diesen Jahres wurde über eine US-amerikanische Drohne berichtet, die von der Luftabwehr der Garden der Islamischen Revolution des Iran in der Region Fordu nahe der Nuklearanlage der Stadt Qom abgeschossen. Sprich, die Russen und Iraner haben einfach gelernt, wie man die Kontrolle über NATO-Drohnen übernimmt und auf dem eigenen Territorium niedergehen lassen kann. Nebenbei erwähnt, handelt es sich dabei nicht um ein gewöhnliches Fluggerät, sondern um das neueste und modernste dieser Art aus US-Produktion
Und die Aussage, Zitat, aufgrund der massiven Verletzung des iranischen Luftraums werden nun die Aktivitäten der iranischen radioelektronischen Kriegsführung auf andere Gebiete und auf Gebiete jenseits der iranischen Grenze ausgedehnt, Zitat Ende, zeigt klar, dass sie über die Möglichkeiten dazu verfügen. Mujahedin im Irak und in Afghanistan können sich nun nahe der iranischen Grenze etwas sicherer fühlen. Ereignisse in Syrien. In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember stoppten Beamte der Grenztruppen der Syrischen Arabischen Republik in einer Siedlung in der Region Badama in der Provinz Idlib einen Versuch einer Gruppe bewaffneter Männer, die syrisch-türkische Grenze zu überqueren. Die Grenztruppen gerieten in ein Feuergefecht mit 35 Eindringlingen, von denen einige verwundet wurden. Der Rest zog sich wieder auf türkisches Territorium zurück. Die Verwundeten wurden von einem Wagen, der auf türkischer Seite wartete, abtransportiert. Es gab keine Toten oder Verwundeten auf Seiten der syrischen Sicherheitskräfte. Ein weiterer syrischer Pilot wurde von sogenannten Rebellen ermordet. Es handelt sich um einen geplanten Mord, denn er fand direkt an der Schwelle des Hauses des Offiziers statt, als dieser sich auf dem Weg zu seinem Dienst befand. Anzumerken ist dabei, dass bereits am 25. November 6 aktive Piloten der Luftstreitkräfte, ein Techniker und 3 weitere Mitglieder einer syrischen Luftwaffenbasis von Terroristen ermordet wurden. Sie wurden auf der Straße zwischen Tadmor und Homs angegriffen. In der Provinz Hama wurde der Sekundarschullehrer Süleyman Ibrahim von bewaffneten sogenannten Rebellen getötet und sein Kollege Mohsen Yusuf Al-Fares gekidnappt. Nach einer Quelle in der Provinz Homs führten sogenannte Rebellenangriffe auf Lehrer im Dorf Kufr Amim mit Motorrädern durch, wenn diese sich auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz befanden. Die Leiche eines Opfers wurde später in einer verlassenen Gegend gefunden, ein weiterer Lehrer verschwand spurlos. Es wurde auch die Ermordung von 3 Einwohnern von Hay al-Midan in der Nähe der Stadt Marede in der Provinz Hama berichtet. In der Provinz Hama wurde auf der Straße zwischen Aleppo und Hama ein LKW, der 700 Gasbehälter transportierte, von einer Gruppe bewaffneter Männer, die in 4 Autos angriffen, in ihre Gewalt gebracht. Nachdem sie den Transport gestoppt hatten, schlugen sie die Fahrer brutal zusammen und verschwanden danach in unbekannte Richtung. Der Wert der gestohlenen Ware beziffert sich auf ca. 5 Millionen syrische Pfund. Am 5. Dezember überfiel eine bewaffnete Bande das staatliche Lebensmittellager in Al-Hamidiyah-Distrikt von Hama an. Sie stahlen 4 Tonnen Zucker und andere Lebensmittel im Wert von 130.000 syrischen Pfund. Nach dem phänomenalen Versuch, die grüne Widerstandsbewegung in Libyen auszuradieren, befindet sich die sogenannte Übergangsregierung trotz Lügen, Einschüchterungen und Repressalien am bisher schlimmsten Punkt ihres Albtraums und ihrer Angst. Sie wissen nicht, was in nächster Zukunft passieren wird. Bei einer Dringlichkeitssitzung der sogenannten Übergangsregierung hatten diese Möchtegern-Führer keine bessere Idee, als beim guten Onkel im Westen, um mehr Schutz für ihre wertlose Haut zu betteln. Übersetzt aus der Rattensprache bedeutet es ist Zeit abzuhauen. Diese selbsternannte Regierung, geschaffen durch Lügen und Bomben, benutzt in ihrer Terminologie immer den Begriff Rebellen, wenn sie über den grünen Widerstand spricht. Nun sehen wir, dass dieses Neusprech eine tiefere Bedeutung hat. War es nicht der gute Onkel Westen, der half, all das Chaos und die Ruinen zu schaffen? Und nun treten in den Reihen der Banditen selbst Rebellen auf, wie zum Beispiel in Benghazi? Im heutigen Libyen mangelt es an allem. Es gibt kein Heizöl, über Wochen kein Strom, keine Nahrungsmittel, kein funktionierendes Geld und für das Geld kann man nichts kaufen. Während die große sozialistische libysch-arabische Jamahiriya sich auf ganzer Linie selbst versorgen konnte, sieht das heutige Libyen armselig aus und seine gesamte Wirtschaft wurde heruntergebrochen auf Betteln und Abstauben. Und dies ist nur der Anfang. Wenn es so weitergeht, dann liegt das Schlimmste dieser Anbeter der ach so glamourösen Demokratie noch vor uns. Die Empörung und die Forderung des Volkes werden immer dringlicher und die sogenannte Übergangsregierung ist in totale Panik verfallen. Wir bemitleiden keine Ratten, wir sorgen uns um das Volk und um das Land. Die Befreiung Libyens geht weiter, Hände weg von Syrien. Das waren die Nachrichten von und mit Chris Hedelmeier aus dem Studio von World Jamahiriya. Die weltweiten Nachrichten wurden zusammengestellt aus Materialien der elektronischen Massenmedien, übersetzt vom Russischen ins Englische von Sergei Kaminski und übersetzt vom Englischen ins Deutsche von Chris Hedelmeier.